kanadische Goldrute Solidago canadensis. Die 50 bis 200 cm hoch werdende Pflanze blüht von Juli bis September. Die Pflanze ist auffällig durch ihren stattlichen Wuchs und durch den großen, rispenartig verzweigten Blütenstand. Ursprünglich kam die Art als Zierpflanze aus Nordamerika in die europäischen Gärten. Von dort aus hat sie sich ausgewildert. Sie ist in unserer Naturlandschaft also ein sogenannter Neophyt. Die Pflanze verdichtet sich sehr stark, woran unterirdische Ausläufer maßgeblich beteiligt sind. Unsere Goldrute hat den Weg sozusagen aus der freien Wildbahn zurück in den Garten gefunden. So schließt sich der Kreislauf der Natur und die Pflanze hat dort wieder ihren Standort gefunden, wofür sie ursprünglich mal gedacht und eingeführt worden ist. In den 2 Jahren, seit sie sich bei uns angesiedelt hat, ist sie prächtig gediehen.